YouTube! Willkommen zu einem neuen Indie-Horror-Game. Wir spielen heute gemeinsam Revail, ein Indie-Horror-Game in einem verwunschenen alten Zirkus. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich habe das Spiel bereits durchgespielt und nehme jetzt das Intro auf. Und ich kann euch sagen, das Spiel hat eine extrem geile Wendung. Ja, also da passieren wirklich ein paar coole Twists, wo man sich denkt, oh, damit habe ich jetzt aber gar nicht gerechnet. War also mal wieder ein sehr cooles Spiel. Lohnt sich das Ganze wirklich bis zum Schluss anzugucken. Wenn ihr mich unterstützen wollt, extrem langes Video wieder, gerne bewerten, super wichtig. Nur so ist das hier alles möglich. Und auch kommentieren mit dem Hashtag Rotes Haus. Wegen dem roten Haus da im Hintergrund. Hashtag Rotes Haus. Bitte jetzt in die Kommentare schreiben als kleine Unterstützung. Wir legen los. Auf geht's. Und ich werde direkt in den Albtraum hineingeworfen. Man hat mir gesagt, wir machen einen netten kleinen Ausflug in den Zirkus. Das ist nicht die Art von Zirkus, die ich toll finde. Besonders nicht mit irgendwelchen unheimlichen Clowns. Oh Gott, auf was habe ich mich da schon wieder eingelassen? Und was soll das da vorne sein? Er sieht aus wie ein verdammter Todesengel. Na gut, dann wagen wir uns mal vor. Wow. Ah, okay. Ein mysteriöser Einstieg. Anscheinend bin ich im Super Funhaus gelandet. Strange dream. My head hurts. I need to get this headache under control. Der Klassiker. Wir kennen es eigentlich aus diversen Indie-Horror-Games. Wir wachen auf. Well, these usually help. I should take a couple. Und der Schädel brummt. Und was tun wir? Natürlich, wir schmeißen uns ein paar Pillen rein. Ist immer eine gute Idee. This should do it. Ah, wir können Objekte untersuchen. Hau's dir rein. Maybe Martha and Dory are still up. Schicke Bude. Was haben wir hier, eine Karte? I wish we could find the time and money to travel. Hinweise anzeigen mit H. Das sind alles Dinge, die wir untersuchen können, okay. The figurine is missing. Eine Spielfigur, aber die. I need to put the figurine in first. Die Figur fehlt. Deswegen kein Spiel ohne Figur. With Martha and Dory shows, we don't have time for weddings. Irgendeine Hochzeitseinladung. Okay, ich finde die Funktion jetzt schon mal geil, dass man H drücken kann. So übersieht man halt nicht so viel. We used to read together. I wish we still had the time. Der Lieferant in Gelb. Edgar Paul. Was denke ich über dieses Buch? Guter Erzählerbogen. Fand die Beziehung toll, die Schwierigkeiten und wie sie sie überstanden haben. Bin eingetaucht und fand den Endkampf spannend. Walter hätte das Buch gefallen. Meine Fragen für den nächsten Buchclub, wenn du das Buch verfilmen würdest, wie würdest du die Rolle besetzen? Was war dein Lieblingszitat und warum? Okay, der Buchclub. Was
haben wir hier Martha eine Notiz. Already took care of all the circus stuff, which leaves me with the rest, as always. To-Do-Liste, Mitteilung für Elternabend, einkaufen, Abendbrot machen, Dory mit den Hausaufgaben helfen, Training mit Dory für die nächste Show, neues Buch für den Buchclub lesen, neue Farbe und Pinsel kaufen, Müll rausbringen, Klassenlehrerin Miss Hernandez anrufen, und so weiter und so fort. Die Frau hat eine Menge zu tun. Er kann sich nicht daran erinnern, das abgeschlossen zu haben. I think this was part of the old music box. Moment, lag das Ding schon die ganze Zeit da? Oder ist das eben gerade aufgetaucht? Das hätte ich doch gesehen, oder? Wenn da die Figur die ganze Zeit lag? Und jetzt bekomme ich einen Schlüssel. Wer macht denn sowas? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ne? Oh. There's the key. Why was it in here? Ja, warum sollte man den hier aufbewahren? Oh, I should look for Martha and Dory. Mädels? What was that? An earthquake? Huh. Doesn't seem to work. Da kommen so leichte PT-Wipes, Tage ohne Anruf. Irgendjemand hat hier die Tage gezählt, aber wer hätte denn anrufen sollen? Warum liegen hier überall Tabletten rum? Überall liegen irgendwelche Pillen rum. Eine merkwürdige Atmosphäre. Das Gruseligste überhaupt. Martha can never get enough of this track. Lizenzmusik. Boah. Ist echt unheimlich. Grand Canyon. Arizona. Hallo Dory. Ich war im Grand Canyon mit meiner Familie. Es war super. Komm mich bald besuchen. Mary. This was the first show they did together. Die Nelson Bros im Zirkus? Moment, Moment. Mutter und Tochter. Beide im Zirkus. Also ist meine Familie Zirkusvolk. Ugh, we get these all the time. 20. April 1981. Sehr geehrte Familie Thompson, hier ist Dorys Klassenlehrerin Miss Hernandez. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Dory im Unterricht nicht mehr zuhört und sehr oft ihre Hausaufgaben vergisst. Auch in ihren Tests schneidet sie immer schlechter ab. Ich würde Sie daher gerne zu einem Treffen einladen. An diesem Donnerstag, den 23. April, in Raum 1B02. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Ihnen das Datum zusagt. Sie können mich unter folgender Nummer erreichen. Okay, Tochter hat Probleme in der Schule. Martha really likes them. We have different tastes. Tja, wer es braucht? Well, maybe Dory's in her room. Ich habe so das Gefühl, hier ist niemand. Ich glaube nicht, dass wir jemanden hier finden werden. Okay, Moment. Dory ist die Mutter? Viel Kuchen. Spiele und Spaß, weil Mary wird 7. Ach nee, Dory ist doch die Tochter. Ja gut, eben war ich ganz kurz verwirrt. Ach so, die Mary wird 7. Keys, du stehst wieder auf dem Schlauch. Handgeschrieben, Dory freut sich sehr über die Einladung, aber leider kann sie nicht kommen, weil wir an diesem Tag eine Zirkusshow haben. Vielen Dank für die Einladung, Martha Thompson, Dorys Mutter. Und noch eine Postkarte. Liebe Martha, Grüße von der Ostküste. Wir verbringen einen wundervollen Urlaub auf dem Campingplatz. Das Wetter ist fantastisch. Wir können es kaum erwarten, morgens aufzustehen, um an den Strand zu gehen. Hoffentlich habt ihr eine schöne Zeit. Catherine und José. This one also doesn't work. Okay, der Lichtschalter funktioniert nicht, aber wir haben Licht. Was ist das hier? Schublade.
Hausaufgaben, Klassenlehrerin Miss Hernandez, 1981. Okay, also ist sie jetzt wahrscheinlich eine... Mr. Giraffe. She takes him everywhere. Eine junge Frau, oder? Ich gehe mal davon aus. Oder spielt das wirklich in den 80ern? Das sieht irgendwie auf der einen Seite so ein bisschen, obwohl das alte Bügeleisen, es könnte in den 80ern spielen. Ist definitiv ein Kind. Dory, is that you? I think it's supposed to look creepy, but Dory and I love clowns. Never, oder? Jetzt mal im Ernst. Niemand mag Clowns. I need to open his mouth first. Ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass irgendein Mensch da draußen wirklich sagt, ich finde Clowns richtig looks cool. Like a map. I took it home from the circus. It's old, but I'm fond of it. Ah, das ist so ein Spielding, ne? Mit so einem Murmeln. Das kenne ich sogar. Mit so einem Rennen. Wo ich aber eine Münze fülle. Okay, wir brauchen unbedingt eine Münze. Münze oben einwerfen, zieh den Griff an der Seite ganz nach unten. Griff an der Seite? Ah, der hier wahrscheinlich. Stuck. I think I need to put in a coin first. Mann, in meinem eigenen Haus muss ich Kleingeld ausgeben, um zu spielen. Frech. Nice drawing book. It's locked. I need to search for the key. Why did she lock this? Ein Malbuch, das man abschließen kann? Ich meine, ein Tagebuch, ja. Aber ein Malbuch? Papa, löse das Rätsel. Okay, es fängt irgendwie bei einem Elefanten an. Geht zu dem hier über. Dann ein Labyrinth. Dann der Clown. Dann das Buch. Also brauche ich auf jeden Fall eine Münze. Das ist ein Elefant. Costumes for their show. Kostüme für ihre Show. The circus saw quite a lot of America. Ist da eine Münze drin? That's Super Sloth. She reads every issue. Aha. I think this coin was for the old machine. Oh, machen wir doch schon mal Fortschritte. Was haben wir hier noch? Well, I wish she would take it more seriously, though. She's such a bright kid. Note F. Aber hey, ich war in der Schule auch richtig mies irgendwie. Aber nicht, weil ich jetzt komplett verblödet bin. Auch, aber ja. Ich bin so ein typischer Mensch. Wenn es mich nicht begeistert und man mir nicht die Begeisterung geben kann, dann Game over. Leider. Ich muss für Dinge Feuer und Flamme sein. Aber wenn ich es dann bin, dann all in. Kann ich irgendwas machen? Ich kann nur schauen. This should work. Aha. Ist das richtig so? My favorite color. Kann ich noch mehr nehmen? Ich habe jetzt eine genommen. Okay. Muss ich den Gewinner davon nehmen? Dann habe ich das hier gesehen. Dory loves these, so I made one for her. Oh Gott, ich kenne das. Das hat er gemacht. Das habe ich als Kind aber auch gerne gespielt. Diese Rätsel. Oh, 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 oh Gott. Alright, alright, alright. Ha. Das Ding nicht reingekullert. Ah, ja. Ich sag's noch und dann passiert das auch. Wow. Und jetzt bitte hier hin. Ein bisschen runter. Das ist eine echt schwere Ecke. Das ist eine echt schwere Ecke hier. Komme ich nicht mal hier durch. Scheibe einschlagen und gut ist. Das da oben ist auch, glaube ich, persönlich... Hat der das jetzt geschlossen? Hier ist jetzt ein Auge. Davor war doch da kein Auge, oder? Schließt der das irgendwann? Weil er merkt, ey, der Typ packt das nicht. Warte, ich will es testen.
Ah. Ja, er schließt es irgendwann. Der packt es nicht. Der ist zu doof dafür. Was hat er nochmal gesagt? Er war nicht sonderlich gut in der Schule. Überrascht mich kein bisschen. Boah, wie schief du das aber auch halten musst, damit es funktioniert. Ja, und jetzt aggressiv hier rum. Yes. Das war fast gut. A bunch of plastic teeth. Und die prügeln wir jetzt hier drüben in den Clown rein. Nur die Frage ist, wie? Interagieren. Wir haben doch die Zähne mitgenommen. Wir müssen doch hier unten rein, definitiv. Huh. Aber geht gerade nicht. Ja, nochmal weg. Noch vorne ran. Plastikzähne. Wir haben die Zähne. Der Clown bekommt die Zähne. Er hat sie doch mitgenommen. Ja, die Zähne sind weg. Habe ich sowas wie ein Inventar? Schauen, interagieren. Ah. Ah. Muss man erst hochziehen. That giraffe is a key. How clever. Nice. Und jetzt aufgeschlossen. Gruselige Bilder. Warum sind Kinderzeichnungen immer so verdammt gruselig? Sie geht in den Zirkus, das Zuhause, ihre Tierfreunde. Es wird immer abgefuckter und gruseliger, noch verstörender. Der Zirkus wird irgendwie zum Zentrum ihrer Albträume. Irgendwelche düsteren Gestalten, das da oben sieht aus wie eine Spinne oder sowas, fressen ihre Seele, ihre Augen bluten. Das Buch schlägt sich zu. What? Das sieht schick aus, ne? This has to be another dream. Ich finde, das ist richtig, richtig hübsch. This is right by the lake near the circus. Dory? Is that you? Dory, I'm out here all the time. Mommy, Daddy, I found a really, really big fly. Sweetie, that's called a dragonfly. Oh, be careful. They can breathe fire. Don't be silly, Walter. You'll scare her. Daddy? Dory, what are you doing out here? Es geht also um Kind, ne? Zentrale Figur der Tragödie. Kind. Wait for me. I'm not that fast. 81. Der Zirkus sieht so viel älter aus. Yeah, I prefer not knowing my future. Wahrsager. Kann man da rein? Oh, that's Agatha's card. She's good friends with Martha. Und es hängt ein Kreuz dran. Glaubt ihr an sowas? Sagt ihr, ja, so Wahrsagerei. Ich glaube, da ist schon wahrer Kern. Hinter all dem. There's the train we use to travel. Nowadays the circus just stays here. Also früher war das ein Wanderzirkus, aber jetzt hat der Zirkus anscheinend einen festen Punkt. Feels like ages. Das war der Zug. Same time like yesterday. You will never catch me. Entdecke den Zirkus. Nicht mal Popcorn kriege ich, ha? Huh?
Oh, that ghost train really freaks me out. Oh, it scares the shit out of me. Oh, Geisterbahn habe ich auch immer geliebt. Geisterbahn, das war echt was Tolles. Immer. So als Kind, wenn es irgendwo eine Geisterbahn gab, egal wie billig die war, ich meine, im Endeffekt sind die ja immer fast gleich aufgebaut. Ich hab's trotzdem geliebt. My workbench. Allgemein, alles, was irgendwie mit Geistern und Horror und so zu tun hat, da war die Faszination schon von klein auf immer da. Sometimes Dory tries to catch up on some homework, but usually not for long. Huh. Why did somebody wrap this up? Es hat jemand zugeklebt und eingepackt. Doesn't seem to be powered. Well, let's see if we can turn the power on. Warte mal schauen. 1 zuerst. Gibt es irgendwie noch ein bisschen... Interagieren kann ich mit gar nichts. Switch one first. So, jetzt haben wir Strom. Und dann... Das ist die 5. Das ist die 4. Die 6 ist aber verklebt. Also wenn ich jetzt das, dann das. Von da aus muss ich zur 7. Von der 7 darf ich nicht hier hin, muss ich zur 2. So, von der 2 geht es runter zur 5. Und von der 5 geht's zu 3. Got it. Warum? Ja. I am Sohan. Hey, Sohan. I can see your future. Come, see it too. I just need a token of appreciation. Alright, Sohan will eine Münze. Martha prepares here for the show. Der Schminktisch meiner Frau. Irgendwelche Figuren und so, aber ein Token für Sohan, damit ich an Sohans Füße der Weisheit sniffen kann, gibt's irgendwie nicht, ne? Their show is always the highlight. Löwen, die wilden Tiere aus der Savanne. Was kann ich denn hier machen? Cash? Ah. I think this should be enough for a few rounds. Oh, Münzen, nice. Viele Münzen sogar. Ah, let's get this on the first try. Wie steuert sich das? Ah, einfach so. Okay, ist nicht so schwierig. Also, vielleicht wird es noch super schwierig, aber die Steuerung ist schon mal easy. Yay! Minispiele! Naja, das Schiebespiel war ja auch am Ende ziemlich brutal. Also will ich gar nicht wissen, wie brutal das hier werden kann. Aber gerade läuft's. Ich hab einen Lauf. Da will das Spiel mich catchen. Boah. Wie viele Punkte brauche ich denn? Nichts. Nichts. Rüber. A few more points. Come on. Er will mehr Punkte auf jeden Fall. Habe ich ein Leben, wenn ich drauf gehe? Yes. Easy. Wir sind über 1000. Ist das die magische Grenze?
Ich bin voll drin. Ich atme dieses Spiel. ...1500. Gehen wir auf 2000... ...und dann Crash. 2000 und dann mache ich den Crash hier. Dann mache ich den Sack richtig schön zu. So. Bams. Something fell into the coin compartment. Das ist doch bestimmt was. Funhouse-Münze. Das ist das verdammte Funhouse. Was geht hier? Oh, I was always pretty good at this one. Er war immer gut, aber ist out of order. Tja, Boys and Girls. Oh, cool. Ich bin ja ein riesen Karussell-Fan auch. Ich weiß nicht, ich finde Karussell ist geil irgendwie. Es hat was. Es hat irgendwie was Schönes. Besonders die Alten. Wir haben da so ein Museum. Da kann man so ein richtig, richtig altes Karussell, das schon irgendwie, keine Ahnung, 150 Jahre oder sowas alt ist, sehen. Das ist schon krass. Kann man auch anmachen. Das läuft sogar. Ich glaube, davon habe ich auch ein... Ah. The turnstile should move now. Ein Video gepostet. Auf Instagram irgendwann mal. Tiefer hinein. Ja, Funhäuser auch cool. Absolut cool. Spiegelhäuser und sowas. Always drags me through here. I think she just really likes to scare me. Ha! Voll gruselig. Upside down. Dabei soll doch ein Funhaus Spaß machen. Und keine Geisterbahn sein. Gleich kommt der echte Killer-Clown. Dory, enough playing around. Dory? Dein Papa kriegt langsam Angst. Mach mal hier... Bitte einen Gang runter, ja? Hier drin bekomme ich Motion Sickness. Im Hypnosetunnel. Ist nicht gut, besonders in meinem Alter. Als Kind kann man das gut wegstecken, aber irgendwann, ne, wird es immer schlimmer. Der Spin-Doktor. Der Meister des Entkommens. Eine Freakshow ist auch was Heftiges, ne? Es gibt ja auch so ganze Dokumentationen über die Freakshows von früher, wie übel das war. Stirb. Dory, I'm serious, that's enough. Ja, Dory, jetzt ist mal gut hier. Finde ich nämlich gar nicht cool. Where did she go? Okay, das ist... Wait, where did I go? What? Das war aber ein cooler Effekt, ne? Ey, Moment mal, jetzt ist das alles fake. Warte. Hä? Alter, das Spiel... Oh Gott, so ein Raum. Alter, so ein Raum, da würde ich durchdrehen. Please wait, Dory. Dory, jetzt ist mal gut. Von außen sah das Gebäude gar nicht so groß aus. In einem Wald. A train? A Dory's train. Oh, but wasn't it? I don't remember putting a motor in you. Träume ich immer noch oder habe ich zu viel von den Tabletten gefressen?
wirkt alles schon sehr, sehr surreal. Fine, fine. I'll play along. Where are we going next? Okay, das Ding rollt hier durch und führt mich irgendwo im Kreis. Hey, Moment, bei der Raum hat sich ja schon wieder verändert. Oder? Kleines, jetzt ist mal gut. Das Spiel ist... Wait! Dory! Echt mit viel Liebe zum Detail gemacht, ne? This must be a new addition to the funhouse. But why does it seem so familiar? Wie kann man so naiv sein? Eine neue Edition, die neue chinesische Variante. Das Kommunismus-Funhaus. Das direkt mit einem Fahrstuhl mehrere hundert Meter unter die Erde führt. Klassisches Funhaus. Keine Ahnung, wann der Zirkus das alles gebaut hat. Aber es wird schon stimmen. Cool, ich bin in der Hölle gelandet. Der spielerische Weg direkt zu Satan. Ich glaube, das nette, kleine, fröhliche Zirkusspiel ist vorbei. Dory? Ich find's nicht mehr witzig. There once was a young man and woman who fell in love in a special place. Okay. Da? Ich dachte, da wird noch was kommen, deswegen habe ich die Box mir noch weiter angeschaut. There once was a young man and woman who fell in love in a special place. Wir haben uns verliebt. Ach so, im Zirkus. Habe ich sie. Weiß nicht, ich habe nicht aufgepasst. This sounds like Martha and me. Haben wir uns verliebt in einem Zirkus? They married soon after and had a child together. A healthy daughter who was their whole world. Mary, nein, wir wissen, es ist Dory. Where is this story going? Why is it about our family? Growing up, she happily followed in her mother's footsteps. However, their road was not without obstacles. Money was short, time spent between the three even shorter, and so the road led to an inevitable end. Inevitable? Ich würde mal das hier nehmen, oder? What is that supposed to mean? This isn't true. I think. I have to hurry and find Dory. Alright, hier geht's ganz schön weit nach unten. Also Zirkusmenschen, die sich liebten. Die Tochter ist in die Fußstapfen der... Wow, Alter, das ist ja wirklich so ein Mindfuck, der hier abgezogen wird. Aber es hat ein böses Ende genommen. Oh, no, no, no! Crazy. Richtig, richtig crazy. Wow. Brennt es? Feuer? Gefangen im Funhaus, ha? Huh? Oh ne, ein Spiegelraum. Irgendjemand hat die Spiegel geputzt.
Irgendeine kranke, böse Sau. Mist. Auch nicht. Warte, Moment, nochmal zurück. Hier lang. Auch nicht. Ah, warte. Dory, please stop running away. Ich sag ja, ich komme hier wahrscheinlich nie wieder raus. Moment, das ist auch nicht echt. Auch nicht echt. Warte, hier war doch noch ein... Hier war doch noch ein Weg. Jetzt bin ich komplett eingesperrt. Yo, es ist, wie gesagt, schon seit 10 Minuten nicht mehr witzig. Ich renne im Kreis. Warte, hier war Sackgasse. Hier ist auch Sackgasse. Kann ich springen? Kann ich... Hier soll ich rein, ne? Kann ich mich hier durchquetschen? Augen. Fühlt sich an, als würde der ganze Ort hier auch leben irgendwie. Als würde er halt sich stetig wandeln, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Das Ende des Funhaus. Das Ende meiner super Funzeit. Wow. Es kann nur ein Albtraum sein. Can we go to the lake today? Please. I already did all my homework. I swear. Ist das Kind ertrunken? Gab es irgendein Unglück? Kind ist ertrunken, Eltern haben sich getrennt, deswegen auch die zertrennte Maske, der Split. Die meisten Eltern, die ein gemeinsames Kind verlieren, trennen sich ja. Weil der Schmerz einfach zu gigantisch ist. Daddy, Daddy, did you see how high up I was? I was flying like a superhero. Und da geht's ganz schön weit nach unten. I'm sorry, Dad. I need to go practice with Mom. I will see you tonight. Also irgendein Unglück wird es gegeben haben. Vielleicht beim Drahtseilakt. Da oben ist eine Tür. No, 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 oh, 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 no, no! Sohan? The great Sohan sees you did not find what you seek. You will never find it, for this is not your future. But if it is not your future you seek, maybe the path before you can lead you to your past. Will you follow, even if it means certain doom for you? Again. Go and seek the truth. Oh, I must be dreaming. I don't understand any of this. Komme ich jetzt hier raus? Please, let me wake up. Wir sind schon mal nicht erwacht.
Wir befinden uns weiterhin im ultimativen Albtraum. Aber hey, wir haben noch Toilettenpapier. So, alles gut. Alles gut. Solange das Klopapier sitzt, ist alles gut. Soll das ein Wecker darstellen? Nee, ein Auge. Ein Telefon. Ein wichtiger Anruf für mich. Auch hier. Farben und Pillen. Jetzt bin ich wieder zu Hause. What a nightmare. Oh, I need to get something for these headaches. Oh, what a fucked up dream. Where are my meds? I usually keep them here next to the bed. Oh, I better find them quickly before this headache gets even worse. Why is it over here? Ich bin wieder in meiner kleinen Künstlerputze. Searching for Dory? No, I was just dreaming. A bunch of empty pill packets, but these aren't mine. Irgendjemand hat ultra viele Tabletten gefressen, aber es sind nicht meine. Sind da meine Pillen drin? Why do I feel like the key is in here? Where is this figure again? Let's see if the key's in here. Ah, I knew it. Okay, alles wiederholt sich jetzt nochmal. Why did we keep these in particular? Die Nelson Bros. Zirkusticket. Also lande ich wahrscheinlich gleich wieder im Zirkus. Oh, what time is it? Oh, I should check on Martha and Dory. Jetzt will er wieder nach seiner Tochter und nach seiner Frau gucken, aber ich glaube nicht, dass wir sie finden werden. Martha's music's not playing here. Martha and Dory. But where am I? Wie, wo bin ich? Ist das nicht dein Zuhause? Ist das, was wir hier sehen, nicht dein Zuhause, mein Freund? Dory's probably sleeping, but I should still check on her. Martha's probably upstairs painting. Dann gehen wir erstmal hoch. Von meiner Tochter habe ich gerade irgendwie genug. What is going on? This isn't Martha's room. What happened to our bathroom? This can't be real. Oh, that's a lot of empty bottles. Martha and I usually only drink on special occasions. Ugh, everything here looks filthy. Ugh. God, disgusting. Ugh, I think I see my pills floating in there. Huh, even this picture does not belong here. Well, I guess it can't hurt to still take them. Whoa! Alter! Gone. But that was Dory. Okay, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man einfach ein neues Kind machen sollte. Oh, the stairs are all wrong. Irgendwann sollte man einfach sagen, ja, gut, ich mache ein neues. Martha, are you in here? Oh, one of her tarot cards. The Fool. Did she leave it here for me to find? Huh, I like her pictures, but something feels off. Immer so arme Künstler, haben aber riesige Buden irgendwie. Voll die krassen Ateliers. I think we have a fortune's worth of colors in this house. Oh, Dory's not allowed to be in here alone because of all the chemicals that come with Martha's hobby. Doppelte Augenbinde, zu gefährlich für sie. Jonglieren, nein, zu klischeehaft. Salto rückwärts, unsicher, ob wir das hinkriegen, aber können wir trainieren. Dory auf meine Schulter nehmen, könnte gehen, mehr Lichter. Walter kann vielleicht Glitzerkanonen bauen, könnte das Ende visuell aufwerten. Also haben sie das Kind sogar irgendwie gefährdet. Mit ihren Zirkusnummern.
Spiegel. Tja, vielleicht ist das Kind bei irgendeiner gefährlichen Zirkusnummer draufgegangen. Was ist das denn jetzt? Is that an actual eye? It's watching me. Oh, oh, what is this? Where is this? Ein Kelch? I have this strange feeling that something's missing here. Okay, ein Kelch, kann das da vorne sein? Okay, this gets weirder and weirder. Am I supposed to go through the looking glass? Dass er das so locker hinnimmt, ne? Ja, ist halt so. Es wird halt alles immer gestörter und gestörter, aber pff, ja. Martha? She's blindfolded. Oh God. Oh nee, was geht denn jetzt mit meiner Frau? Martha? This brush is weird. Ich glaube, ich kann direkt wieder nach oben gehen, oder? Ich meine, wir wollen es nicht riskieren. Wir wollen es nicht riskieren. Ist da drüben irgendwas Wichtiges? Ich bring erstmal das hier weg. Bevor meine Frau, meine Geliebte durchdreht. Nee, 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 das will ich gar nicht. Wir haben den Kelch. Die Frage ist nur, wo muss er hin? Hier. I guess this feels right. How many times, Walter? Don't disturb me when I'm painting. We'll talk later. Yeah, when she was painting, she was in her own world. It was hard to get through to her. Well, something happened. But I probably need more than that. Die besessene Künstlerin, sie war in ihrer eigenen Welt, wenn sie den Pinsel geschwungen hat. Das haben wir doch schon gesehen, das Ding. Das war doch hier vorne. Ah, jetzt muss ich da wieder rein. Oh, it's too bright outside. I can barely see a thing. Did I miss another sunrise? Wahrscheinlich mich bis da hinten durchschleichen. Muss da hinten rausholen, weil ist hier der Raum gespiegelt. Oh Gott! Oh mein Gott! Oh, Alter, mein Herz! Calm down, Walter. It was just a dream. Or was it? I don't know anymore. Well, these usually help. I should take a couple. Jetzt frischt er wieder seine Pillen. Okay, warte, 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 warte. Das Ding liegt wieder hier. Why is it over here? Muss ich das immer wieder da reinstecken und immer wieder? Scheint. Oder auch nicht. Oh no, this can't be happening. Okay, das ist wenigstens fair. Der Kelch ist auch noch da. Ich muss sagen, das Spiel ist echt fair. Du versaust es, aber wirst nicht komplett des Todes ruiniert. Das ist doch gut. Sie wandert da rum. Guck mal, hier ist das Auge und es starrt wirklich auf das Ohr. Oh, is that Martha's earring? Yep. Lass mich in Ruhe, Martha. Darling. Schnäuzelchen. Not now. Für Kugeln. We need to get ready for the show. Let's not do this in front of her.
And what did I want to talk to her about? There. Ah, the room changed again. I should find the last one. Irgendein Hockerchen mit einer Mappe und einem Pinsel. Das ist wahrscheinlich das hier. Bei der Leinwand. Bei der Staffelei. Okay, jetzt hat sich wieder alles verändert. Martha, Liebes. Ich muss immer an das Spiel Martha is Dead denken. Martha is Dead, hieß es? Martha is Dead, ja. Das muss ich irgendwie immer denken. Martha's Tarot Deck. Nimm es und gehe. Klar, das war ein völlig anderes Spiel mit einer völlig anderen Thematik, aber irgendwie so ein bisschen so vom Stil her. Auch so die Grafik und so. Weil so hochaufwendige Horror-Games im Double-A-Bereich gibt es ja sehr selten. Indie-Horror-Gedöns tonnenweise, aber so Double-A, wo wirklich eine Produktion dahinter ist, die ein bisschen mehr zu bieten hat, warum habe ich jetzt da drauf gedrückt, gibt es nicht so viele. There's no discussion. Dory will keep performing with me. Can't you see this is her future? He will not change that. I think we argued about Dory's future in the circus, but Martha wouldn't listen to me at all. I felt helpless. What was that? Was war das? Was war das? Das Spiegelding ist weg. What? Ich werde trotzdem gefressen? Oder musste ich gefressen werden? Walter steckt's aber gut weg mittlerweile, ne? Wo sind meine Pillen? What the hell is going on? Is this crazy dream finally over? Huh. Huh, the figure's already placed in there. Die Figur ist wieder dran, aber ist der Schlüssel noch drin? Und die Uhrzeit verändert sich auch nicht. Ich habe nämlich mal auf die Uhr geachtet, die bleibt irgendwie auch immer gleich, ne? Ah, knew it. Wir sind gefangen. Huh, same thing happened again. Am I still dreaming? Aber immer wieder ändern sich ja Details. What was up with that dream? What happened between me and Martha? Aren't we supposed to be happy? Why didn't she look like that? Was war das jetzt? Da kommt jetzt wieder die gute alte Lizenzmucke. Oh, this is not where the kitchen should be. Even more bottles. Huh, did I order this? I like the place, but I can't recall. Bild von meiner Tochter mit irgendwelchen Zirkustieren. No food in the fridge. But there's something else. The garage key. Who put that in here? I always did the dishes. This can't be our kitchen. Also hier geht schon mal nicht zurück. I always kept the kitchen in shape. Why is it so run down? Aber das sieht doch zu modern aus für 1981, oder? Also, immer noch. Ich kann mich damit irgendwie nicht anfreunden. Ich finde, das sieht immer noch zu modern aus. Sometimes I take things home to fix them. Da ist ein Symbol drauf. Neue Glühbirne für das Bühnenlicht, Seilwinde reparieren, neues Bein für das Karussellpferd, Clowntür neu streichen. Also er war sozusagen der Hausmeister und Manager und Techniker des Zirkus. A mannequin.
Very versatile circus prop. But only the legs are left. Oh, there's the arm. What are these numbers on the joint? A mannequin. Very versatile circus prop. But only the legs are left. Ah, that's the torso. Looks like the head and... That still so, fits. So, kann ich hier drauf machen, das hier? Mm-hmm. Also fits. Was gibt's hier drüben? There's a laser pointer attached to the hand. Laser pointer an der Hand. Whoa! It moved on its own. And it's pointing somewhere. Fünf. Aha. Oh, what is that supposed to be? Martha mit n- hat mir neulich von diesen zisterzienischen Nummern erzählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay. Das ist 2 und 4 irgendwie vermischt, das da unten, ne? Ha. Huh. Ich meine, da oben sind die gespiegelt. Locked. We use this for all kinds of stage props. It's mine, but I can't remember the combination. Aha. Ich brauche jetzt irgendeine Kombination. Dann strahlt das Ding irgendwo hin. Oh boy. Sehe ich irgendwo Zahlen? Hier ist ein Pfeil. Hm. Kann man darin blättern? Puppe. Also wir haben hier unten irgendwie so eine Kombination aus Symbolen. Eins ist durchgestrichen. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Ja, aber die Symbole, die wir da oben sehen. Also wäre das hier eine... Eine 1. Eine 4 und eine 2. Probieren wir es aus. Das hier wäre eine 2. Das eine 4. Das eine 1. So, like this. Jetzt strahlt das Ding hier drauf. Maybe this is one symbol for the lock? Gibt's das hier? Ja. So, das nächste ist eine 1. Eine 4. Und eine 4. Na, so ist eine 1. Das hier ist eine 4. Und dann nochmal eine 4. Okay, versuchen wir das mal. Eins. Eins. Das andere eine 4. Nee, das ist... Moment. Also es ist so... Das machen wir als nächstes hier. Also, dafür brauchen wir einmal ja die 1. Ach, ich hab's immer 1. Ja, und dann 4 und 4. Die 2 ist eine 1. Das ist eine 4. Wo ist die 2? Ist die 2... Ne, die 2 ist... Doch, das ist eine 1. Ha. Huh. Gib mir mal das untere. So, like this. Ah, ich habe hier 2 1er drin gehabt. Oh, das war mein Fehler.
Okay. Sieht aus wie ein Drache. Das andere könnte man ja rein theoretisch dann durchtesten, oder nicht? Ach, got it. Ja. Let's see what's inside. Das könnte man ja dann durchtesten. Oh, this is a prop I took home a few years ago. I modified it with a secret compartment in the hilt. Sometimes I use it for stuff that Martha shouldn't find. Did I leave something in there? Let's take it apart on the table. Huh, let's take a look. I just need to twist the hilt and it should come off. Huh, there's something inside. What is that? Huh, this contract with Tori Thompson. Circus. 7 years. And there was an, at least 40 hours weekly? Assumes all risk and responsibility for her own safety. What kind of sick contract is this? Why don't I remember this? And how the heck is my signature on it? I would never have signed something like this. Martha, I can't believe she would go this far. This is gonna ruin the rest of Dory's childhood. Im Fall eines tödlichen Unfalls erhalten die Eltern eine Summe von 1000 Euro, Dollar. Bis zum 18. Geburtstag. Uff, das ist ja richtig mies. Okay, die haben also die Tochter an den Zirkus verkauft und der Vater kann sich daran nicht mehr erinnern. Richtig drakonischer Arbeitsvertrag, der sie bindet, bis zum 18. Lebensjahr für den Zirkus quasi zu arbeiten, unter höchstem Risiko. Und wenn sie versterben sollte, gibt es halt 1000 Dollar Entschädigung. Geil, Mann. Ihr habt euer Kind quasi für 1000 Öcken verhökelt. Muss man erstmal machen, ne? Hat sich doch jetzt alles wieder umgestellt, oder liege ich da falsch? So. So. Yeah, I know that smell. Sometimes I help out with feeding schedule. Emma loved apples. Whoa! Oh, oh mein Gott, da ist ja ein Elefant drin. It's just Emma. Our oldest elephant. Oh, a very sweet animal, but the circus was not the right place for her. Nobody should be locked up like that. Grausam. Ich habe ja letztens so ein paar Bilder gepostet von Tierchen. Da waren auch Zebras dabei. Und da haben mir die Leute auch gleich geschrieben, aha, Heuchler Joe, Heuchler Joe. Er sagt, er geht nicht in den Zirkus, auch nicht mit seinem Kind. Es war kein Zirkus und auch kein Zoo. Ne? Weil die Leute haben gleich gesagt, Zirkus, Zoo, Heuchler Joe. Von wegen, du lehnst du was ab und guckst dir das nicht an. Das war ein Tierreservoir. Where are we going? Und die Zebras, die waren aus geretteten Verhältnissen und konnten dort auch frei rumlaufen. Also die ganzen Tiere waren frei in so einem Waldstück, das natürlich abgegrenzt war. Ja, du kannst Tiere halt auch nicht komplett frei drehen lassen. Ne? Da gab es diverse Sachen, Rehe, Ziegen, Schafe, next would be the sleeping compartments. Häschen, Pfauen, all so ein Kram. Und auch Zebras, die irgendwie aus Zirkusgefangenschaft stammen. Was willst du mit denen machen? Ja, du kannst ja nicht sagen, wir haben jetzt gerettet, mit, knallen wir sie halt ab. Oh, also nix da, Heuchler. Oh, I never really liked magicians. They always mess with your head. Ich lehne jegliche Form von Zirkus und Zoo ab. Ich gehe da nicht rein. Ich weiß, es ist interessant für die Kinder, na, so ein Tier mal zu sehen. Aber ich bin dagegen. Und wenn, ich hatte auch mal das Thema mit Kreis. Der hat gemeint, ja, irgendwann wird dich dein Sohn aber dazu zwingen. Ja, wenn ich zu meinem Sohn hingehe und werde sagen, du, den Tieren geht es leider ganz, ganz schlecht unter diesen Bedingungen. Es tut den Tieren weh. Es gefällt ihnen nicht. Und dann hoffe ich, dass er es einfach begreift. But I often spent my nights in the workshop. Yeah, that probably wasn't very healthy for our relationship. Weil ich finde, sowas ist etwas, wo man sehr leicht verzichten kann. Also ich finde nicht, dass es lebensnotwendig ist, in den Zoo zu gehen. Warum ist das Ding überall? Warum verfolgst du mich? Schon wieder. Es ist immer dasselbe Ding. Interesting.
Boah, das Spiel ist heftig geil gemacht. That wirklich. Was our lounge. Hanging out here made the long journeys a little more bearable. This just needed a little knock right here. We mostly had canned food stocked. Sometimes Rodri cooked. His canned beef stew special was amazing. And there it goes. Bisschen gute alte Zugmucke. Thinking back, the time here wasn't all bad. Shame that the circus is no more. Wait, what am I saying? I still work here. And Martha and Dory still have their shows. We just don't travel around anymore, right? Why is my memory so fuzzy? Wait, did I turn around? This is my workshop again. What the fuck is this? Oh, I need to get away. Friend? What? Bin ich jetzt wieder im Elefantengehege-Bereich? Irgendwie sieht alles anders aus. Deutlich runtergekommener. Oh, I need to get rid of this thing. Maybe I can block the door with this. At least it should buy me some time. I better hurry. Was kann ich hier noch mir angucken? Aber was? Achso, das Comic, das hatten wir doch schon. Ah, shit, no lever. I needed to decouple the wagon. Oh, where could it be? Get rid of this thing first. Oh, could I decouple the wagon? Okay, wo könnte die Bremse sein? Ist irgendwas drin? Pferdezeug? Obwohl es ja gar keine Bremse sind, nur zum Entkoppeln anscheinend. Oh Gott. Immer diese sexy Schaufensterpuppen, die mich verfolgen. Now I have to pull the lever to the right side. Ja, pull! Oh, I hope it's gone now. Ich frag mich hier, wo ist der Elefant hin? Okay, what now? How do I get off this train? Can I even leave, or am I trapped in this nightmare? Wo ist mein verdammter Elefant? Say, Walter. I've made myself clear. What is wrong with my head? I don't care what you think. You can leave. We don't need you. She doesn't need you. Where do these cruel flashbacks come from? I just don't know anymore. Okay, ist Martha voll die Bitch. Hängt am Zirkus. Er wollte aufhören. Tochter immer weiter reingezogen. Daddy, is it true that Mommy and I will live with Uncle from now on? Oh, I need to get away from this awful circus. I have to save Dory from her. Und er hat sie im Stich gelassen, indem er einfach es akzeptiert hat, dass es so ist, wie es ist. Cool, da war wieder eine Puppe drin. Da war wieder so eine wunderschöne Gruselpuppe drin. Der Zug hat auch kein Ende. Naja, vielleicht ja doch. Vielleicht hat der Zug ja doch ein Ende irgendwann. Nur nicht nach unten gucken. What? It sounds like it's gonna explode any minute. Or maybe I can let off the pressure somehow. Oh, that seemed to work. Okay.
Okay. Oh, I think it's getting worse. So. So. Explodier bitte nicht. I have to hurry. Oh Gott, das sind so viele. Das sind so viele. Kann man das schaffen? Wo bin ich jetzt? Muss das so sein? Als wäre ich unter Wasser irgendwie, ne? Hat's mich im echten Leben vielleicht irgendwie ins Koma gesprengt oder sowas? Zugunglück? Zug ist entgleist, in Fluss gestürzt. Warum immer wieder Little Chinatown? Was ist hier nur geschehen? Offen. Ein Fernseher und eine Spielekonsole. Der Zirkus. Das Telefon. Behind you. Die Level sind schon heftig gebaut, ne? Train. Where am I now? This is the circus. Martha's rehearsing tonight. Yes, I remember now. I need to get there. Ugh. This is what the great Sohan sees in your future. I wonder tonight, what he sees in my future. The stars align. It is the best time to achieve your goals. Ist die beste Zeit, um meine Ziele zu erreichen? Something came out of the machine. Was? Da kam was raus? Ja, stimmt. Death. Eins von sechs Tarotkarten. Jetzt bin ich wieder beim Zirkus. Also bei dem Zirkusgelände, wo der Zirkus halt sesshaft wurde, ne? Er hat ja am Ende nicht mehr getourt. I can't believe I have to do the next show alone. How could she get sick now? Oh, did you two go to the lake again? In this cold? Okay, die Mutter schien sehr streng zu sein. Dory is sick at home. I think today is the only chance. Oh, if I don't do something, Dory will... I can't see another way. Why can't I see another way? Also ganz ehrlich, wer will denn sein Kind wirklich quasi einen Zirkus verkaufen? Selbst wenn die Mutter auch dort arbeitet... Schon ziemlich heftig. Everything is so surreal. Geschlossen. Ist die Geisterbahn hier drüben. Aber leider ist sie geschlossen. Da drüben ist die Big Show. Ist auch geschlossen. Das Funhaus. War hier nicht einst meine Werkstatt? Jetzt kann
mehr, eigentlich nicht mal mehr Zirkus nennen, ist ja schon wirklich ein ganzer Jahrmarkt. Puh, looks like the storm hit us pretty bad. Hm. Is anybody there? Ich hasse Puppen. Man muss Puppen einfach hassen, oder? Fetter Barbecue-Grill. Hallo, ist hier jemand? Nice ass. Ganz schön knackig, mein Freund. Hey! Machen wir eine Party? Machen wir hier eine kleine Party. Tonight, Dory und Martha. Martha must still be in here. Zau. Ach, deswegen China. This doesn't feel right. Die Mutter ist Asiatin. Okay. I need to hurry. Ist es jetzt die Mutter? Weil die Tochter ist ja krank im Bett. Also muss es ja quasi die Mutter sein. Here is the rigging. Oh oh, was hast du vor? Yeah, this should cut through the ropes. What? Er will das einfach durchschneiden? Stop. Why am I doing this? That's the safety net. No! I won't let you take my child away. Warum hat er das? No! Warum hat er... What? Ich musste anscheinend das Sicherheitsnetz erst wegschneiden. Also hat er seine Familie, seine Frau und seine Tochter schwer verletzt, weil sie ihm das Kind weggenommen hat. Now I remember what I did. I murdered Dory. But why? It doesn't make any sense at all. Oh, Martha. Why would I do this to you? There had to be another way. Yeah, I picked the worst possible one. Why? Oh, how could I believe this would help you in any way? Oh, I am so sorry. But what now? I need to find a way out of here. Okay, oh, ich korrigiere. I can't see a thing. Is that a flashlight there? Ich korrigiere, er hat sie nicht nur schwer verletzt, sondern er hat sie sogar getötet. Aber warum auch die Tochter? Ich meine, ich kann ja verstehen, warum er die Mutter irgendwie töten will. Aber die Tochter? Er hat ja wirklich bewusst erstmal das Sicherheitsnetz weggeschnitten und hat dann beide in den Tod stürzen lassen. Wow. Was ist das? It seems like something has to be put in there. Oh God, what was that? Ich würde mal ganz frech behaupten, der Rachegeist von Martha. Why are these bells everywhere? I'd better be careful. Soll ich mal bimmeln? Nein. Nein, wir bimmeln nicht. Ja, sie kann ja nichts sehen, sie ist ja blind. Sie ist blind, aber sie kann sehr, sehr gut hören. Liebling? Liebling, wo bist du? What is the tent doing here? I somehow feel drawn to it. Müssen wir geduckt gehen? Ich meine, davor mussten wir. Na gut, gehen wir rein. Wow. Wow.
Alter, das ist ein krasser Wechsel, ne? Das ist ein richtig, richtig krasser Wechsel. What is that? I feel strangely drawn to it. A watch. Looks pricey. But it couldn't be mine. But it feels like it belongs to me. Eine mysteriöse Kugel. Schreckliche Tragödie bei Nelson Bros Zirkus. Mutter und Tochter nach Sturz vom Drahtseil tot aufgefunden. Okay, beide sind tot. Der Nelson Bros Zirkus, seit über 50 Jahren ein beliebter Pfeiler unserer Gemeinde, blickt auf eine ungewisse Zukunft nach dem tragischen Unfall während einer Drahtseil-Aktprobe, in dem eine Mutter und ihre junge Tochter ums Leben kamen. Die Opfer, Martha Thompson und ihre Tochter Dory, stürzten aus 10 Meter Höhe in den Tod und wurden später im Zelt aufgefunden. Die Suche nach den Ursachen für diesen schrecklichen Unfall sind bereits im vollen Gange, doch bereits vorher hatte der Nelson Bros Zirkus mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. In den letzten Jahren konnte der Zirkus keine großen Zuschauerschaften mehr erreichen und musste an vielen Ecken und Enden Geld einsparen, wie beispielsweise bei Gehältern und der Instandhaltung der Ausrüstung. Jetzt wird die Schuld noch auf den Zirkus gezogen. Die Tragödie trat eine erneut besorgte Debatte um die Sicherheit der Artisten und den Ruf nach strengeren Vorschriften los. Viele Gemeindemitglieder sprechen über die Risiken bei Zirkusauftritten und ob die Industrie genug tut, um sowohl Artisten als auch Zuschauer zu schützen. Während die Ermittlungen anhalten, betrauen die Gemeinde den Verlust von Martha und Dory sowie die ungewisse Zukunft des Nelson-Zirkus. Es ist eine traurige und schwierige Zeit für alle Beteiligten und das Zirkusmanagement sprach mit allen Mitteln herauszufinden, wie es zu dem Unfall kam und wie man solche Vorfälle in Zukunft verhindern kann. Ja, war ja kein Unfall. Weirdly enough, they'd never suspected me. I should have come forward. Instead, I just lived. Vögelchen hier drüben. Der Kanarienvogel, ha? Huh? Oh mein Gott, hat ihr das gehört? Oh, bitte nicht. Okay, ich sollte sie nicht angucken. Irgendwie wird einem da ganz merkwürdig, wenn man sie zu lange anguckt. Ob der Fernseher noch irgendeine Rolle spielt? Guck mal, da drüben geht's auch weiter. Es gibt mehrere Routen. Wir brauchen ja auch wieder 3 Kugeln. Es sind immer 3. Es ist die magische 3 wie in jedem Spiel. So, bitteschön. Heart fits perfectly. What is it? Die haben wir doch schon gesehen, diese Kugeln. Und zwar, als wir die anderen 3 Objekte in dieser Galerie in unserem Haus einsammeln mussten. Shit. Boah. Okay, sie mag das gar nicht. Die mag das ganz und gar nicht. Die kleine Lady Martha. Die Staffelei meiner Frau. Ich glaube, wir können wieder normal gehen. Was ist das denn? Ein Plattenspieler? Wow, 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 sie hasst Lizenzmusik. Mach die Lizenzmusik aus, brüllt sie da hinten. Wow, nicht angucken. Nicht angucken. Oh, the gas station. I remember. I needed the money and I didn't mind taking over the night shift. I was fired after 2 weeks when they found me drunk behind the counter. Maybe there's something inside.
Okay, er braucht das Geld und war da schon Trunkenbold. Was macht hier Geräusche, ha? Huh? What is that? I can't really make it out. Some kind of cube? Looks like a puzzle. Uh-oh. Ich lasse sie erstmal hier ein bisschen rumlaufen. Aber warum sieht sie so aus, ne? Sie sieht aus wie so ein Waldschrat. So eine alte Waldhexe, die irgendwie Knochenleser hat. Again. Okay, da draußen geht Party. Ich lass dich mal hier in Ruhe, ne? Also du gehst ja deine Runde. Und ich gehe da einfach gechillt runter. Wir müssen uns ja nicht stören, oder? Ich meine, alles cool, alles easy. Jetzt ja nicht auf irgendwas drauf treten. Warum steht hier ein Stuhl? Einfach irgend so ein Bürostuhl, random, im Wald. Was ist das da hinten? Da leuchtet es nämlich auch noch. Oh oh, Kinder lachen. Verdammt! Ja, come on! Komme ich denn zurück? Haben hier schon immer Knochen? Oh, die kommt in meine Richtung. Ist das der Weg? Ich glaube ja, ne? Hier. Ah, bleib weg. Mal, jetzt gehen wir dahin, wo das Kindergelächter herkam, ne? Hallo, Liebling. Oh mein Gott, die wird hier wirklich... Ich habe hier unter das Röckchen geguckt. Oh. Kind of punishment? Oh, there must be a way out of this forest. Ich brauche meine Pillen. Wo sind meine Pillen? Ich brauche ganz dringend meine Pillen. Sag nicht, die lungert hier immer noch rum. Nee, sie ist weg. Kinderzimmer hier drüben. Hehehehe, Daddy, fang mich, Daddy. Lieber nicht. Dory. Das ist die letzte Kugel. Was gibt's hier? Nichts. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Hoffentlich weißt du, dass du der beste Papa der ganzen Welt bist. Wegen dir und Mama kann ich jeden Tag an meinem absoluten Lieblingsort verbringen. Ich weiß, dass du manchmal böse bist, wenn ich meine Hausaufgaben vergesse. Ich werde wirklich, wirklich öfter daran denken. Versprochen. Mama hat mir bei dem Kuchen für dich geholfen. Wenn ich vom Training zurück bin, können wir ihn essen. Und vielleicht können wir nochmal zum See gehen. Du kriegst ja noch dein Geschenk. Ich hoffe, du hast den schönsten Tag. Papi, Dory. What have I done? Also bin ich das Monster, die hat den Zirkus geliebt und... Ja, aber warum dann dieser miese Vertrag und so? Naja, mit 18 kann sie ja entscheiden, was sie will. I can't make out the name.
Those are dog tags. Trotzdem war sie anscheinend nicht sonderlich begeistert. Die hat auf jeden Fall ihre Pillen heute genommen. Die ist sportlich unterwegs. Na komm, jetzt schleich dich. Ich kann dich nicht angucken. Als ob! Alter, wie sie mich abgekämmt hat, ne? Again? Is there no way out? Aber ich habe die Kugel dabei. Ich sag ja, das Spiel ist richtig gentle. Das Spiel sagt, ey, alles gut. Lass dich nicht abfacken. Ich mach das. Der Todesengel. Oh, that's our ghost train. Maybe this will lead me out of this damn nightmare. Tja, am Ende kann ich nur noch die Geisterbahn retten. Ach, jetzt verstehe ich das auch. Hier, die Seile, die Schere. Ich war der Todesengel, weil ich habe meine Familie getötet. Oh, I have a bad feeling about this. Oh nein, bei mir klingelt's an der Tür. I don't remember this part. This is me. I am so sorry. Also ist das wirklich alles so passiert? Keine Fiktion. Oh God, no. Ey, das Spiel ist schon heftig gemacht, ne?
crazy. Und ich bin wieder daheim. Ich werde wahrscheinlich einen unendlichen Albtraum durchleben. Was ist für ein Geräusch? Mein Wecker? Feueralarm? Back in our house? Am I finally awake? Bewegen wir uns? Bin ich auf Schienen? Warte mal, da draußen ist gar keine Außenwelt. Was ist das? Bin ich in irgendeinem Container und werde gerade durch die Gegend gekarrt? Oh, this room is a mess. What happened here? Okay, die Spieluhr ist auch weg. What is that noise? It just leads nowhere. Da ist Pressspan. Ist das alles eine Kulisse? Was ist eigentlich für eine merkwürdige Lampe? Die hängt ja schon die ganze Zeit so komisch, ne? Moment mal, da oben sind Kameras. Was ist das, eine Kamera? Why are there cameras in our house? Und das ist alles viel zu modern für die 80er. Immer noch tot. The kitchen? Everything's falling apart. Ja, aber das Essen und so, das war ja nicht da und das ist alles total vergammelt. Lecker, lecker, lecker. Sieht aus wie bei der Familie Baker, ne? So mögen wir unser Essen. Schön gammelig. Das Gemälde hat sich auch verändert. Was sind das auch für merkwürdige kleine Fenster und so? Wo bin ich? Das ist doch kein echtes Haus. What? Okay, wir scheinen bin ich in irgendeiner Maschine drin. Hallo? Moment, hier ist alles eine Kulisse. Selbst der Zirkus. Wir haben ja mehrfach dieses komische rote Dampfgas gesehen. Props. Is everything a stage? Who built this? And why? Vielleicht ist es irgendwie so eine Droge. Dazu verstärkt das eben Halluzinationen. Oh, not you too, Zohan. Nein, nicht Zohan. Nicht Zohan, Mann. Verdammt! Damit habe ich den Glauben an die Menschheit verloren. Zohan, komm schon. Sag mal, dass du wenigstens echt bist. Na, vielleicht durch dieses rote Gas haben wir hier so einen Trip. Aber wer sollte das alles bauen? Hat er das selbst gebaut? Er ist ja sehr begabt in Technik und so. Für Geräusche. Er könnte sowas ja bauen, rein theoretisch. Hätte ja hier diese ganzen Zirkusbühnenbilder und Mechaniken gebaut. Martha and Dory. Who would do something like this? What? Irgendjemand wollte vielleicht Zirkusleute, die sich rächen wollen. Schuldzuweisung. Immerhin hat er den Zirkus ja auch ruiniert. Aber
Aber das ist einfach zu groß, zu krass, dass es irgendwelche Zirkusleute sind. Das Atelier, was ist hier? Alter, guckt euch das an! Nein, ich glaube, ich bin immer noch in einem Traum. Das kann, I don't know what's going on. Das kann doch keiner bauen. I just want to get out of here. Augen, sie beobachten uns. Augen, Schuld, Schuldgefühle. Irgendwas hat sich geöffnet, ne? Irgendeine Tür. Oh, eine Glückskatze, die winkt. Sowas braucht natürlich jeder in seinem Haus. Ha. Huh. Was hat sich jetzt hier... Die Tür geht nicht auf... Unten ist keine Tür. Die Fenster hier drüben. Dann doch die Tür hier oben. Ah. Und schwören können, da war erst kein Symbol. WTF? Ist das Farbe oder Blut? Part of a giant machine. Ich glaube nicht, dass er in der Lage wäre, das hier zu bauen. Allein die Ressourcen. Oh shit. Hey. Das ist wie so ein Würfel. Oh, where the hell am I? Another nightmare? Das ist ein Würfel. Ein riesiger Rätselwürfel. Ah, jetzt sind wir wieder hier in dem Raum. Mit der Puppe. Even the train. Ich sag ja, die haben uns wahrscheinlich unter Drogen gesetzt. Aber wieso sollte der Würfel denn genau jetzt auseinanderfallen? Outside the house. Unbekannte Stimme, das war doch nicht seine Stimme. Oh, please just let this be a way out. Ist hier irgendjemand? War das seine Stimme? Nein, oder? Holy hell. This place is huge. How the fuck did I get here? Das ist eine riesige Würfelmaschine, die alle möglichen Szenarien simuliert. Why is there a computer set up here? Subject 7. Is that supposed to be me? What are they doing here? What was I doing here? Maybe this opened the door. Okay, ich kann nicht wirklich viel machen. Ich kann nur die Anlagetür öffnen, aber die Haustür ist ein Fehler. Fehler beim Laden der Sequenz. Haussequenzladen. Ja, aber wieso das Ganze? War ich überhaupt jemals Familienvater oder Angestellter in einem Zirkus? Hatte ich jemals eine Frau? Ist es Blut? What are you doing out here? Put that down.
Oh, what is going on with my head? Oh, geil, Alter. Tiefkühlpizza. They even have groceries delivered? Tja, der Lieferjunge ist jetzt tot, denn da liegt seine Uniform. Ja, die haben hier auf jeden Fall Essen. Jede Menge Essen. Aber das ist doch Tiefkühlpizza. Welcher Lieferjunge liefert denn bitteschön Tiefkühlpizza? Das ergibt noch viel weniger Sinn als alles hier. Das sind doch keine Erwachsenenschuhe, oder? Ich meine, schaut euch die mal an, die sind winzig. Entweder eine Frau, eine sehr kleine Frau oder ein Kind. My sword, but the hilt is empty. Wait, isn't that Dory's? Existiert dieses Mädchen überhaupt? I think it's broken. Das ist die größere Frage, oder? Haus 02, Schlafzimmer, Requisitenplatzierungshinweis. Immer zerbrochene Flaschen ersetzen. Unechte Medizinpackung verwenden. Die einzige echte Medizin sollte seine Schmerztabletten sein. Denkt daran, den Schlüssel in der Musikbox zu verstecken und benutzt den Hauptschlüssel, um die Tür danach zu verschließen. Versteckt die Figur an einem offensichtlichen Ort. Wir wollen nur Interaktionen. Keine Schatzsuche. Postkarten, Requisiten sollten nur nach einem frischen Zyklus verwendet werden. Ah, macht's einfach. Wir wollen nicht haben, dass er sich ewig quält. Ist ein Dummbatz. Oh, a lot of paint. Das ist halt eine Werkstatt, ne? Oh, that's a lot of medicine. Die alle falsch sind, bis auf Ibus, die haben sie mir gegönnt. Wie so ein deutscher Hausarzt. Hast unendliche Schmerzen? Ja, nehmen Sie hier so ein paar Ibus. Kann ich nicht ein bisschen Tilidin haben? Nö, Ibus reichen. Sie sollen ja keinen Spaß haben im Leben. Aber Tilidin wäre mir lieber. Ja, glaube ich Ihnen. So sehen sie auch aus. Noren Corporation. Irgendwas von Kreis Industries. Irgendeine Tochterfirma. Hasn't been watered in days. There, that has to be an exit. Ich brauche eine Keycard, ne? An office. How many people work here? And where are they? E-Mail. Liebes Personal, die Einrichtung befindet sich derzeit im Lockdown. Bitte bleiben Sie ruhig und arbeiten Sie normal weiter. Sobald der Notfall behoben ist, wird der Lockdown wieder aufgehoben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten Norn Security. Aha. Taschenrechner. 6 mal 6 mal 6 gleich Teufel. Oh God. I think he's dead. Wie kommst du auf die Idee? Who was he? Wow. Locked. Maybe I can unlock it from another computer. Das ist jetzt aber auch so eine Wendung, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. What were they doing here? Hey, who is this guy? Oh shit, he has a gun! Okay, irgendjemand, der richtig Hass hat auf die Leute hier. A scouting report. Scouting for what? Or whom? Wait, Subject 7 was also on the screen in front of my house, but it says Liam Kennelly. That's not my name. What the fuck is going on here? 35 männlich, verschiedene Nebenjobs, Highschool abgebrochen, Einkommen gering, Wohnsituation allein, Einraumwohnung in Chinatown.
Hintergründe. Liam Canley brach die Schule ab, als er 15 Jahre alt war. Aufgrund einer missbräuchlichen Beziehung zu seinen Eltern beendet er früh jeglichen Kontakt zu ihnen. Er ist sehr kurz danach der Armee beigetreten, aber laut Aufzeichnung ist er nach ein paar Monaten aufgrund einer Härtefallregelung entlassen worden. Er kehrt nach Hause zurück, um seinen kranken Vater zu pflegen, der 3 Jahre später verstorben ist. Danach zog er erneut um und konnte seitdem keinen festen Arbeitsplatz finden. Er hält sich mit vielen Nebenjobs über Wasser. Einschätzung: soziale Kontakte. Subjekt hat keine bekannte Familie oder Freunde. Er lebt ein zurückgezogenes und isoliertes Leben ohne soziale Interaktion. Emotionale Bindung. Subjekt hat keine bekannten emotionalen Bindungen. Körperliche Fähigkeiten. Subjekt hat keine bekannten körperlichen Einschränkungen. Motivation: Subjekt hat bekannte finanzielle Probleme und Schulden, was fehlende Motivation und fehlenden Antrieb vermuten lässt. Zusammenfassung: basierend auf den gesammelten Informationen erscheint Liam ein perfekter Kandidat für das Erinnerungstauschexperiment zu sein. Das ereignislose Leben des Subjekts reduziert das Risiko zurückkehrender Erinnerungsreste. Seine Vorgeschichte bezüglich finanzieller Probleme und fehlendem Antrieb lässt auf einen vorteilhaften Geisteszustand hoffen. Die psychischen und physischen Attribute des Subjekts sind ausreichend, um das Verfahren zu ertragen. 29, weiblich, Software-Engineer, Masterabschluss in Computer Science, Einkommen hoch, lebt mit Mann und 2 Kindern in einem Vorstadthaus. Hintergründe: Melissa Baker ist mit ihrem Masterabschluss in Computer Science eine erfolgreiche Softwareentwicklerin. Sie ist verheiratet, hat 2 Kinder und lebt in einem gemütlichen Vorstadthaus. Laut Aufzeichnung ist sie nicht vorbestraft und ihre Social Media deutet auf ein stabiles, glückliches Privatleben hin. Mein Social Media ist ja nicht vorhanden. tot. So ist echt jetzt. Also ich habe natürlich Keystropper, privat gar nichts. Null Social Media. Soziale Kontakte. Subjekt hat einen stabilen und unterstützenden Familien- und Freundeskreis. Emotionale Bindung. Subjekt hat starke emotionale Bindungen zu ihrer Familie, besonders den Kindern. Körperliche Fähigkeiten. Subjekt scheint im guten körperlichen Zustand zu sein, hat keine bekannten Einschränkungen. Motivation. Subjekt scheint zielstrebig und motiviert zu sein, mit einer erfolgreichen Karriere und dem Wunsch, ihre Familie zu ernähren. Oh, den habe ich auch. Basierend auf den gesammelten Informationen erscheint Elissa Baker keine geeignete Kandidatin für das Erinnerungstauschexperiment zu sein. Ihre starke emotionale Bindung zu ihrer Familie erhöht das Risiko auf Erinnerungsreste und ihr stabiles Privat- und Berufsleben deutet auf weitere Zugehörigkeiten, die den Risikofaktor ihrer Einladung erhöhen. Obwohl ihre kognitiven Fähigkeiten zu seinem spannenden Subjekt für sehr technische, komplexe Erinnerungen machen, erscheint das Risiko dennoch zu hoch. Weitere Forschungen sind nötig, um einzugrenzen, ob man aus ihr eine passende Kandidatin machen könnte. Klingt nicht so ganz freiwillig, ne? Dann haben wir hier Edwards, Clint, arbeitslos, Highschool-Abschluss, WG in der Innenstadt. Clint Edwards wuchs mit einem alleinerziehenden Elternteil auf und hatte sein ganzes Leben lang finanzielle Schwierigkeiten. Er beendete die Highschool, aber schlug keinen weiteren Bildungs- oder Ausbildungsweg ein. Derzeit lebt er mit 2 weiteren Mitbewohnern in einer WG in der Innenstadt. Soziale Kontakte. Subjekt hat einen sehr kleinen Freundeskreis und eingeschränkte Kontakte zur Familie. Emotionale Bildung. Keine bekannten emotionalen Bindungen sind beim Subjekt bekannt. Körperliche Fähigkeiten. Ist im guten körperlichen Zustand und hat keine bekannten Einschränkungen, zeigt wenig Motivation und Interesse daran, weitere Bildung oder eine Anstellung anzustreben. Finanzielle Nöten sind ihm bekannt und er verlässt sich auf die Hilfe von Freunden und Familie. Basierend auf den gesammelten Informationen erscheint Clint ein geeigneter Kandidat für das Erinnerungstauschexperiment zu sein. Die Lebenserfahrung und emotionale Bindung zu Subjekten stellt kein großes Risiko in Erinnerungsreste dar. Seine geringe Motivation und schlechte finanzielle Situation suggeriert einen vorteilhaften Geisteszustand für das Verfahren. Die kleine Anzahl sozialer Kontakte macht eine Einladung sehr wahrscheinlich. Dann haben wir hier noch, Moment mal. 35 und hier nochmal 85. Subjekt erwacht. Ach so, Zyklus 85, ah ja. 9:15 Uhr, Subjekt erwacht und hat anscheinend einen schlechten Traum. Details zum Traum sind unklar. Keine Anzeichen dafür, dass dies mit einem Erinnerungsrest zusammenhängt. 11:30 Uhr, Subjekt verhielt sich seltsam in einem Verbindungsflur. Das Wartungsteam schaut sich das nach der Schicht mal an. Immer noch keine Anzeichen für Erinnerungsreste. 12:44 Uhr, Wahrnehmungsdurchbruch hätte bereits eintreten müssen, aber Subjekt zeigt weniger Zeichen als normal.
zu diesem Stadium des Zyklus auf. 3 Uhr, merkwürdiges Verhalten des Subjekts hält an. Verfrühter Abbruch des Zyklus empfohlen. Okay, die haben irgendwelche Erinnerungsexperimente gemacht. Trevor, du hast mir noch nicht den Bericht über das potenzielle Subjekt geschickt, von dem du mir erzählt hast. Wäre cool, wenn du mir das diese Woche noch zuschickst. Hier drüben gehen uns langsam die Leute aus. Ist eigentlich alles okay da drüben bei euch? Hab das Gerücht gehört, dass eure Anlage im Lockdown ist. Management hat uns gesagt, wir sollten keine Fragen stellen. Naja, ich hoffe, es ist nicht zu stressig bei euch, sodass du mir den Bericht bald schicken kannst. Die Erinnerung befinden sich... Okay, das kennen wir schon. Wann war die E-Mail? 2017. Okay. Ja, gut, ne? Die haben irgendwelche Erinnerungsexperimente gemacht und haben sich halt Leute gesucht mit wenig sozialen Kontakten und wenig, sag ich mal, Verbindungspunkten im Leben. Warte mal, habe ich jetzt hier was geöffnet? Weiß es jetzt gar nicht. Durch so viel E-Mails durchkauen? Ah ja, natürlich. Eine Lution. Da hat sich jemand auch ein bisschen Porns reingeschleudert. Ah, hier. So, 2 konnte ich noch öffnen. Ja, so ein bisschen schleudern am Arbeitsplatz geht immer, ne? Aha, hier brauche ich 3. Gunshot wounds. What do they do with all this data? Keine Ahnung. Warum ausgerechnet ein Zirkus? If there are others. Oh, that doesn't look good for him. Tod? Am I the only one left alive? Tod? This must be me. Ja, ich bin ausgebrochen. Alle anderen sind tot. Subject 7. Liam Kennelly. Kontrolliert. Ethan Holland. Elliot Wright. Und der alte Joseph Peterson. Die leben auch noch. Mary. Aber sonst sind viele gestorben. Hey Pete, ich weiß, ich hab's schon mal gefragt, aber kannst du bitte meine Pizzalieferschicht diesen Monat übernehmen? Ich hasse direkten Kontakt mit Subjekten. Ach, deswegen natürlich. Ah, jetzt verstehe ich's. Und ich hasse besonders danach, die Formulare auszufüllen. Ich übernehme alles andere für den Rest des Jahres und besorge jeden Tag Kaffee. Wie klingt das? Scott. Hey Pete, ich wollte dir nur Bescheid geben, dass ich gerade bei Haus 2 ein paar Daten aktualisiert habe und Hannah war nicht an ihren Posten. Sie hat sogar ihre scheiß Waffe auf dem Tisch liegen lassen. Ich glaube, sie holt sich Kaffee oder so. Will mir nicht ausmalen, was passieren könnte, wenn einer dieser zugedröhnten Subjekten, siehst du, Drogen, aus dieses Dampfzeug, was wir da gesehen haben, das Rote, ausbricht und da liegt einfach eine verdammte Waffe rum. Du musst dringend mit ihr sprechen. Wenn ich sowas nochmal sehe, muss ich einen Bericht schreiben. Ich weiß, ihr steht euch nah, also sprich mit ihr. Und dann wieder liebes Personal. Aha, Zyklus 11 von mir. In diesem Zyklus brach das Unterbewusstsein früher durch als erwartet. Neue Erinnerungsräume scheinen den erwünschten Effekt erzielt zu haben. Subjekt bemerkt die Unordnung in seinem Zimmer. Die Wahrnehmung des Subjekts scheint sich zu verschieben, um sehr geplante Zimmerordnung freizugeben. Immer noch keine Anzeichen auf Erinnerungsreste. Erster wirklicher Wahrnehmungsdurchbruch erfolgt im Badezimmer. Braucht weitere Untersuchung, aber scheint mit vorgehenden Zyklus übereinzustimmen. Subjekt konnte für ca. 2 Minuten in Marthas Zimmer nicht beobachtet werden. Schien etwas in einer Zimmerecke zu suchen. Mary. Lebhafte Träume, erhöhte Hirnaktivitäten, konnte während der REM-Schlafphase beobachtet werden. Inhalte der Träume bisher unbekannt. Möchte den nachliegenden Park besuchen. Parkbühnenteile konnte konfiguriert und genutzt werden. Das Subjekt hat sich einen entspannten Spaziergang vorgestellt. Leichte Kopfschmerzen bekommen, die nach der Einnahme der Medikamente nachließen.
Subjekt weinte beim Lesen eines Buches. Gründe dafür konnten nicht bestimmt werden. Subjekt bekam einen plötzlichen Wutanfall und warf Gegenstände durch das Zimmer. Eventueller emotionaler Durchbruch festgestellt. Subjekt konnte sich beruhigen und verhielt sich weiterhin normal. Die Beobachtungen von Subjekt 08 in diesem Zyklus deuten darauf hin, dass Erinnerungstauschverfahren Auswirkungen auf das Unterbewusstsein des Subjektes hat. Die lebhaften Träume und Gefühlsausbrüche legen nahe, dass sie sich die eingepflanzten Erinnerungen in die Persönlichkeit des Subjekts integrieren. Der Parkbesuch des Subjekts zeigt deutlich, dass die Immersion durch unsere Bühnen so erfolgreich verläuft, wie erhofft. Weitere Beobachtungen und Forschungen sind nötig, um die Ursache der Emotionsausbrüche zu ermitteln und die Sicherheit des Subjekts zu garantieren. Da ist jemand gestorben. Zeigt Anzeichen von Ruhelosigkeit und Aufregung. Puls ist erhöht, Gründe sind derzeit unbekannt. Zeigt ungewöhnliches Verhalten, sie flüstert mit sich selbst und wirkt erregt. Sie berührt ständig die Narbe an ihrem Knie, möglicherweise Erinnerungsreste. Einleitung eines neuen Zyklus ist empfohlen. Subjekt wurde bewusstlos im Arbeitszimmer gefunden. Rettungsteam wurde geschickt, aber es war zu spät. Und ist dann gestorben. Alright, aber wieso? Wieso irgendwelche Erinnerungen einpflanzen? Was hätten sie davon, dass der jetzt so ein Zirkustrauma durchlebt? Okay, was bringt's? Anscheinend gar nichts. Was hätten sie davon? Irgendwelche Archive über irgendwelche alten Daten? Aber anscheinend nichts drin von Wert. Wow. Absolut wow. The Dark at Sea. The Dark at Sea. Huh. Wait in secret. Okay, der mir ganze Städte irgendwie nachgebaut. The circus. Der Zirkus. Death in the circus. Das war unser Szenario. Leave war behind. Okay, da geht's um irgendwelche Kriegstrauma, die er durchleben muss. What is this about? Ja, es geht um irgendwelche Stress, Trauma, Psychosen. Aber wenn die eine Waffe hat rumliegen lassen. Ja, hier geht's um den Zirkus, aber um was genau? Schlechte Träume? Story Arc? Normale Familie, die dann zerrissen wird. Irgendwas mit einem Motel. Sie in den Kofferraum und so. Aber warum haben die diese ganzen Szenarien gemacht? Hier geht's um irgendein Traumata mit hohen Gewässern auf einem Tanker. Und Meeresviechern. Disks. All locked away. Kann ich mir das hier angucken? More bodies. How many people died in here? Was soll ich mir denn hier angucken? Das hier. Erinnerungsdisk. Ironic. Maybe this will come in handy. Unsere Studien zeigen, dass die Ergänzung unserer Medikamente mit visuellen Stimuli beim Prägen unserer Erinnerungen hilft, besonders in Fällen, in denen das Subjekt Teile der geprägten Erinnerung zuerst unterdrückt. Im weiteren Vorgehen werden wir unser Haus umgestalten, um schnellen Bühnenbau für spezifische Erinnerungen zu ermöglichen. Gemeinsam mit der angepassten Medizin sollte dies zur verbesserten visuellen Halluzination der Subjekte führen.
Imitierende Requisiten und Attrappen sollten genug visuelle Stimuli für die meisten Subjekte bedeuten. Besondere Räume werden gebaut, sobald die benötigt werden, aber das gilt nur für außergewöhnliche Fälle. Wir erwarten einen dramatischen Anstieg in der Stabilität und Langlebigkeit unserer geprägten Erinnerungen. Fabricated memories. Everything is staged? Martha and Dory aren't real? The way they can just put all these fake memories into my head? I can't believe this. Oh, what is going on with my head? Erste Schlussfolgerung. Das Erinnerungstauschverfahren hat erfolgreich künstliche Erinnerungen in das Gedächtnis des Subjektes implementiert. Weitere Beobachtungen zeigen die mögliche Unterdrückung einiger Teile dieser Erinnerung, aber kein Anzeichen auf die Existenz alter Erinnerungen. Die Wahrnehmung des Subjekts ist verändert, um das Unterdrücken der Erinnerungen zu unterstützen. Ha. Ja, jetzt kann ich noch irgendwas irgendwo hier. Ach, hier. To-do. Ungereimtheiten im Zirkusvertrag beheben. Nicht benötigt für das Subjekt. Was gibt's hier noch? To-do. Benehmen der Kleintiere überprüfen. Erinnerung der Vögel kleben in der Luft. Aha. Ja, aber die Frage ist halt immer noch, why, ne? Wieso? Wieso machen die sowas? Da liegt ein Magazin. Anscheinend waren ja die meisten Mitarbeiter hier wohl bewaffnet, ne? Noch ein Magazin. Konnte also direkt Nachschub holen. I've seen these before, I think. Zimmer 3. Oh, my head, oh. What, haben sie mich jetzt wieder gecatcht oder was? Bin ich jetzt in meiner kleinen Bude in Chinatown? Kennelly, your rent is late again. You don't pay up till the end of the week. You better have your things already packed up. Last chance. Yeah. I'm trying. I guess I'll have to find a job where I don't need a car. Sehr geehrter Mr. Kennelly, Ihr 2001 Honda Civic ist mit dem Kennzeichen Ken 1757, wurde aufgrund Ihrer ausstehenden und oder verspäteten Zahlungen für Ihre Autokredite zurück in Besitz genommen. Wir haben wiederholt versucht, Sie zu erreichen, leider ohne Rückmeldung. Ihr Fahrzeug wird auf einer Auktion versteigert, um den fehlenden Betrag Ihres Kredites zu tilgen. Zahlen Sie umgehend, um weiteren Schaden an Ihrer Kreditwürdigkeit zu verhindern. Mit freundlichen Grüßen, Adam Collins. I forgot to finish this. It'll have to wait. I could pawn it off, but it's the last thing I have left of him. Can you find us? $1,000 for every participant. Well, I'm still not sure if this is some kind of joke, but man, the money would be nice. I found this yesterday in front of my door. Looks like some kind of puzzle box. Shouldn't be too hard for me. Hm? Was ist das hier? Eine puzzle box. I can see a piece of paper. It seems stuck. There's a strange key hidden in there. Okay, ich hab'n. Well, that sounded like something happened.
translucent disc with some kind of symbol in the middle. Well, that sounded like something happened. It seemed stuck. Hmm. Uh-huh. Wie kann ich das hier verstellen? It seems stuck. Das klemmt immer noch. The batteries are missing. Okay, brauche ich dafür eine Batterie? Finde ich die irgendwie... A battery. Ja. Maybe it's not empty. Das ist meine alte Gammelbude. It's disgusting, but I like cold pizza. Another battery. Noch eine Batterie. Liam, es tut mir leid, du bist nett, aber ich komme nicht darauf klar, wie du lebst. Ich dachte, wir könnten funktionieren, aber ich habe mich geirrt. Wenn du andere Menschen in dein Leben lassen willst, musst du dringend was verändern. Aber ich glaube, das weißt du. Bitte ruf mich nicht an und komm nicht vorbei, Sarah. Well, wouldn't work out anyway. Was ist denn da noch? I wonder what life would have been like if I had stayed in the army. Well, probably better than living like this. It seems stuck. Ja gut, ne, das ist ja so der Klassiker, wenn man nichts hat im Leben. Aha. Eine Uhrzeige, aber auf was soll der denn zeigen? Irgendwas fehlt halt hier. Was soll ich denn hier mitmachen? Gibt das irgendeinen Hinweis? Hm. Müssen da Uhrzeiten rein? Zwei und Kreis. Seems stuck. Huh. Ich weiß halt nicht wohin. Seems stuck. Das klemmt auch. 3. Warte mal. Hier sind diese ganzen Symbole. Aber wo... Hier sind 3 und ein Kreis. 2 und ein Kreis und 3 und ein Kreis. Seems stuck. Dann haben wir hier diese Pyramide. Warte mal. Was ist, wenn ich das aus der... Das da ist die 2 und der Kreis bezieht sich auf die 5. Da würde die 5 auf Kreis sein und die 2 auf das hier. So, waren wir noch Symbole? Ja, worauf bezieht sich das? Das ist stuck. Hm. Die Sanduhr. Kann ich das nicht nochmal drehen? Nee. I have no idea. Gib mir die Uhr irgendeinen Hinweis. Also soll es wahrscheinlich sein. Hm. Ist hier noch irgendwas? Was ist das hier? I'm not sure how long I'll stay here. Well, I don't need most of it anyway. Ich habe nur diese Uhr und diesen Zettel, den ich noch auswählen kann. Kriege ich eigentlich das hier wieder auf?
Well, that sounded like something happened. All right. Jetzt haben wir drei davon. Was soll das geben? Dieses Symbol der Firma? Wahrscheinlich, ne? So. Ist das dann das, was sich so innen reinlegt? Das letzte? Ach, ich kann das nur damit bewegen. Ah, Moment. Oh. So. Something came out of the cube. It's ringing. Must be a hint. Penrose Street. Wait, that's right around the corner. Should be easy to find. Würde ich irgendwie nicht machen, also würde da nicht hingehen. Guess I'll go look ich for another bedenken, hint. What am I even doing? Drauf gekackt. Aber guck mal, 2001 war mein Auto, aber okay, es war ein 2001er Auto. Wie lange war ich denn dann da weg? Wie viele Jahre meines Lebens? Well, maybe one day, but it's out of my league right now. Weil das sieht alles so viel älter aus, ne? Das sieht alles so viel älter jetzt wieder aus. Look for another job. What am I even doing? It's probably some kind of scam, right? Die 19. Warum ist hier niemand? Sieht aus wie ausgestorben. Maybe I'll find something in that back alley. Man rennt ja da nicht einfach rein, ne? Pause. Das ist die Spielekonsole, das sind die Erinnerungen, die wir schon gesehen haben. Den Weg sind wir schon gegangen. That must be it. A phone booth? That's new. What now, Liam? Ach, Moment. Hier ist was drauf, aber was hat das zu bedeuten? Die Krone ist eine 1. Ach, warte mal. Push. Geld. Wir brauchen... Alright. 7. 1. Und der Sichelmond. Wo ist der Mond? Hier, 7, 1, 8. 7. 1. 8. Easy. Acht. Okay. This is slowly getting interesting. Als ob, ich würde komplett durchdrehen. Nice bass. Sounds like my kind of nightclub. Ich würde denken, alles klar, ich würde wahrscheinlich jetzt gleich mein Organ oder so. Die mopsen mir gleich meine Organe. Irgendwas würde ich denken. Ich würde offiziell durchdrehen. Organe. Are these all prison cells? Let's hope they don't lock me up. Ey, ich hätte Todesangst. Organe. Oh, this is even more creepy. What's Organe. Wäre schon weg, ich würde schon sagen, nee, Alter, nee. Da bin ich nicht neugierig genug. Ich mag meine Organe. Well, this door looks a bit out of place. Das ist so eine Karte, die wir. Whoa, what is this place? Welcome to Norn. Please enter Chamber 3. Alter, willst du das wirklich? What is this? More puzzles?
Ey, was für ein stranges Game, ne? Am Anfang ist es so eine Zirkusnummer, jetzt sind wir... I don't know. One last test. Just one last test. Okay. Aha, das ist der Raum, den wir eben gesehen haben, wo wir ohnmächtig geworden sind. Okay, okay, okay. Okay. What the fuck is this? Oh! Ich wurde mit irgendwas beschallt. Oh, this can't be real. My name really is Liam Kennelly. That was my life? I can't believe this. Dory, Martha, you're not real. Da klopfen Leute, ne? What the fu? Okay, der ganze Zirkuskram ist alles nicht real. Just another puzzle. Puzzlekugel. MRT. No turning back now. I'll get to the bottom of this. I guess the power is out. Es gibt schon lange keinen Weg mehr zurück. Okay, da kann ich nichts machen. Wir brauchen Strom. I should try to turn the power on. Okay, erstmal Hände desinfizieren. I should try to turn the power on. Ja, ist ja gut. I should try to turn the power on. Ja, ich hab's verstanden, aber ich... Wo? Generator. Hättet ihr mit so einem... Generator. Oh, but it's not working. Ah, one of these things is broken. Now I just need to find a replacement. Hättet ihr mit so einem Twist gerechnet? Was mit denen hier? Okay, eine davon ist kaputt. Und ich brauche Ersatz, ich kann hier nicht durch. Wo ist der Ersatz? Hier unten was? Eine Kiste oder so? Nee. In der 2? This looks almost exactly like the cube I received. Sammelobjekt. This one seems broken. Also broken. Ugh, another broken one. Okay, das muss irgendwie grün leuchten, ja? Hier. Oh, this one looks good. Alle erschossen und der Rest ist geflohen. Bitte sehr. Oh, perfekt. Es gibt ja wohl auch mehrere Stationen, ne? Krass. Einfach nur krass. Did I use this machine before? What the hell did I do? Oh, there's an exit over there. Why would I touch that again? I just need to get out of here. Why would I touch that again? I just need to get out of here. I just need to get out of here. Okay, dann gehen wir jetzt einfach weg, oder was? I just need to get out of here. Gut, gut, gut. Der will einfach weg. Ist ein kluger Mann. Er will nicht weiter rumwühlen.
This one feels sinister. Is this where they messed with my head? Dann gehen wir, okay. Locked. It looks like I need an ID card to get out of here. Dann gehen wir doch nicht, ha? Huh? Eine ID-Card. Wo finde ich denn eine ID-Card? Death of last subjects. Subjects 2 and 3. Brain hemorrhage. Old memories resurfacing. Severe headaches. Inflamed brain tissue. Memory imprinting risks. Resetting imprinted memories. Blocking the original memories again. Countermeasures. Initiate the next cycle. Further research required. Dr. Ian Keller. Skalt heißt die Firma. Oh, shit. Does this mean I have to use this machine to fix myself? Echt jetzt? Das muss ich noch an meinem Gehirn rumbasteln? Research. I just have to try it. An ID card from one of the researchers. Oh, this could be my ticket out of here. Oh, my head. Focus. Dann verschwinden wir jetzt von hier, meint der Computer. Geht da noch irgendwas? Senator Baker erlebt Wunderheilung in einer überraschenden Entwicklung erscheint Senator Baker auf wundersame Weise geheilt. Vor kurzem wurde er in das Neurological Care Institute in Phoenix eingewiesen, berichtet ein Sprecher. Offizielle Statements sprechen von einer plötzlichen aufgetretenen Hirnleistungsstörung, ohne auf weitere Details einzugehen. Auf inoffiziellen Wegen kursierten Gerüchte über eine frühe einsetzende Alzheimer-Krankheit, was schwerwiegende Konsequenzen für seine politische Karriere hätte. In einer unerwarteten Pressekonferenz heute Morgen trat Senator Baker kerngesund auf und bestätigt, dass ihm eine seltene Demenz diagnostiziert wurde. Doch dank eines neuen experimentellen Heilverfahrens konnte er bereits komplett geheilt werden. Während viele diese bemerkenswerte Wende zelebrieren, tun es Mediziner als reine PR-Stunt ab. Sie kommentieren, dass es derzeit keine Behandlung gibt, die eine solche Heilung möglich machen kann. Waren wir das? Ha. Alzheimer-Blitzheilung. So, kann ich jetzt hier überhaupt einfach raus oder muss ich erst mein Gehirn zusammenflicken? I must use the machine to fix my head or I'll die. Cool. Und du weißt, wie sowas funktioniert? Immerhin warst du ein arbeitsloser Taugenichts, der im Leben nie irgendwas geschissen bekommen hat, keine Freunde, Familie hat und auch wohl aus der Army rausgeflogen ist. Und die nimmt ja bekanntlich erstmal jeden, ne? Du weißt nichts mit deinem Leben anzufangen, dann geh mal in die Army. Was ist das? De-imprinting. Oh, this might be what I need. A disk drive. Oh, locked. I need the password. Passwort. What am I doing here? Das war ja einfach. Moment, mich jetzt irgendwas reinlegen? No, that's not right. Ah. Subject 7. Ja. What now? I think I need to set up these modules. Wo sind die? Wo sind diese Instrumente? Hier sind irgendwelche Kabel. Hier vorne wahrscheinlich, ne? I'm not sure I know what to do here. Und müssen die alle leuchten, oder?
So. Die kann ich nicht bewegen. Oh, this is bad. Egal was es ist, ich weiß nicht, was ich tue, aber ich habe es irgendwie eingestellt. Was ist das denn? Irgendwelche Flüssigkeiten. Ach so, 2,5 irgendwas war da, ne? Warte, ich muss nochmal gucken. Bereit. Alright. 2,5. Was mache ich damit? Mir direkt ins Skrotum injizieren? Subjekt 07 hat bisher alle unsere Erwartungen übertroffen. Er wird hochfrequentiert auf Erinnerungsreste überwacht, was die hohe Anzahl an Zyklen erklärt. Doch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber den Nebenwirkungen ist beispiellos. Normalerweise halten unsere Subjekte nicht länger als 8 Stunden durch, nachdem Erinnerungsreste entdeckt wurden, was dazu führt, dass wir unsere Überwachung und Sicherheitsmaßnahmen stark erhöht haben. Trotz dessen ist unsere Misserfolgsrate immer noch hoch. Subjekt 07 leidet unter denselben Nebenwirkungen wie etwa Kopfschmerzen und Schwindel, aber sein Zustand ändert sich nur sehr langsam. In manchen Fällen haben wir erst nach dem Durchsehen der Aufnahme festgestellt, dass ein Erinnerungsrest überhaupt vorkam. Die Nebenwirkungen waren so minimal, dass es manchmal Tage dauert, bis sie offensichtlich wurden. Wir glauben selbst, für ihn können diese Effekte tödlich enden, aber diese erhöhte Belastbarkeit macht ihn zu einem wirklich besonderen Subjekt. Es sollte uns ermöglichen, selbst unsere instabilsten und gefährlichsten Erinnerungen mit viel größerer Sicherheit als bei anderen an ihm zu testen. Wir müssen dennoch aufpassen, nur neue Zyklen einzuleiten, wenn sie benötigt werden, denn wir dürfen ihn nicht verlieren. Nichtsdestoweniger scheinen das Auftauchen der Erinnerungsreste für ihn sehr problematisch zu sein. Wir werden neue finanzielle Mittel für zusätzliche Sicherheitskräfte anfordern. Did I kill all these people? I really did all of this. Making me believe I murdered my family is bad enough. But I killed all those people in here. They were real. Ja, aber die haben dich auch gequält. Also scheiß auf die Menschen hier. Was ist das hier? Geht hier irgendwas? Nee. Was ist das da drüben? Ich muss ja noch so viel mehr einstellen, aber ich weiß nicht was, wie, wo. Hier gibt's auch nichts. Ich bin gerade sehr verwirrt, wo ich hier noch was machen muss. Raus kann ich nicht. Ach, die Erinnerung. Oh, I hope I know what I'm doing. Moment, jetzt ist... What? Warum ist denn jetzt gar nichts mehr bereit? Erinnerungsdisk 1. Subjekt 07. Oh, why would I do this again? Just to trick myself into thinking I have a family? Das ist das Ding. Modul M... Aber wo finde ich die? MCS... Flüssigkeit, wo mache ich die denn rein? Ich sehe gar keine Gerätschaften mehr. Das ist da hinten noch mehr auf dem. Ach, jetzt geht hier was. Alright. Ach, ich muss jetzt erst das hier lösen. Okay.
Einfach nur hochklippern. Oh, it's getting worse. Oh. Okay, das war easy. So, das hier. It looks like you can insert the something. All right. Oh, I really think I need to hurry. Oh. Was soll ich denn hier machen? Irgendeine Vorgabe? Reset Power, okay. Warte mal, ich muss mir das oben angucken. Vielleicht ist da irgendeine Info auf dem Monitor. Immerhin werde ich gleich an meinem Gehirn rumdoktern. Benötigte Konfiguration. Nicht bereit. Modul 9, aber... Was ist die benötigte Konfiguration? Was ist da auf dem Monitor? Ach, da ist auch nochmal alles. Oh, okay. Ach, B. Muss der erstmal finden. Okay, oben und unten eins. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Was ist das? Nee, das ist das hier. Das ist das hier. Das ist das. 9. Oh, so. Oh, please let this fucking work. Oh, jetzt wird noch eine Sache hier. Das Ding. Gibt's hier irgendwelche Hinweise? Schauen wir halt mal rein. Das ist Emotion. The machine is ready. Please start the procedure. Komm schon, komm schon, komm schon. Du willst doch nicht draufgehen, oder? Maybe this time my head will keep the bad memories away for longer. Is this the machine? Du weißt, was du tust. Du bist hier der Schulabbrecher, nicht ich. Ich vertraue dir. Wenn ich einem vertrauen kann in wissenschaftlichen Hightech-Sachen, dann dem Schulabbrecher. Das ist mein Gehirn. There's nothing left here for me. I just want to forget everything again. I just want one more moment where I think everything is fine. Crazy. Oh, my head. Oh, I feel like I had a bad nightmare. Oh, but I can't remember. What time is it? Oh, I should check if Martha and Dory are still up.
no, no, no! What? Im Traum gefangen. Es gibt mehrere Endings wahrscheinlich. Das war eins, aber wir werden uns natürlich noch die anderen reinziehen. Crazy, Alter. Das war ein echt überraschendes Ende. So, ich habe gerade mal nachgesehen. Es gibt echt viele Endings. Ich will euch nicht spoilern. Es gibt einmal das Ending, wo wir jetzt halt die andere Disc verwenden. Was wir jetzt eben gerade hatten, war das schlechteste Ende. Dann, wenn du die Keycard hast, kannst du auch da drüben hin und so lange mit dem Gerät interagieren, bis du einfach rausspazieren kannst. Das ist auch ein Ende. I must use the machine to fix my head or I'll die. Ja, du kannst dazu hier immer wieder klicken. Must use the machine to fix my head or I'll die. Irgendwann sagt er was anderes. I must use the machine to fix my head or I'll die. Making me believe I murdered my family is bad enough. But I killed all those people in here. They were real. I don't know what to do. I can't solve this. I can't fix this. If I stay, they'll just lock me up again. Well, if I leave now, that's it for me. Oh, I need to get rid of the fake memories. Oh, my head feels like it's gonna explode. I must use the machine to fix my head or I'll die. Fuck this. I'm not using this damn machine, even if it kills me. Ja, das ist halt ein Ending. Dann gehst du raus und... Geht nicht gut aus. Geht nicht gut aus. Ihr könnt euch aber auch alle Endings auf YouTube einfach angucken. Ich habe mir die auch noch nicht alle angeguckt, sondern ich habe jetzt einfach nur geguckt, wie viele es gibt. Weil ich wusste schon von den... I'm not sure I know what to do here. Was muss ich hier machen? Okay. Ah. Aha. Mal wieder resetten. Na. Oh, it's getting worse. Oh. Aber ich wusste schon von den Entwicklern, dass es da mehr gibt, weil ich habe ja eine Entwicklerversion. Und ja, dann gibt's noch eins mit... Perfekt. Eins fehlt noch. Dann gibt's noch eins, wo man eben diese andere Disc verwendet, die wir davor eingesammelt haben. Leider komme ich nicht an mein Save Game. Ich muss das alles nochmal durchspielen. So. Oh, please let this fucking work. Oh. Jetzt muss ich nur noch da drüben hin und dann heilen wir uns. Ich glaube, das waren dann alle Endings. Also wie gesagt, könnt ihr euch alles auf YouTube so, this anschauen. Will leave only my original memory intact. I guess I've got nothing left to lose. Is this the machine? Ich find's nice, dass jetzt sein Name unten steht, als Liam. So, jetzt vernichten wir alle Zirkuserinnerungen und I'm so sorry, kommen Martin wieder Dory. Zu you may not be real, but I am. Dem alten Status zurück. I'm not sure why, but I want my own life back. Das richtig schlecht ist, ne? Also er hat kein sonderlich gutes altes Leben. Aber jetzt stürzt das ganze Gebilde hier ein und die Erinnerungen werden gelöscht. Aber wir wissen trotzdem nicht wirklich was über die Firma. Es ist trotzdem ein Riesenmysterium. Ich meine, jemanden falsche Erinnerungen ins Gehirn zu pflanzen, ist natürlich mächtig, klar.
feels weird. I know I just removed the fake memories, but I can't remember anything about them. But what now? Oh, I still killed all these people. Ja, und scheiß doch auf die Menschen. Die werden garantiert nichts machen, weil die wollen ja im Geheimen, im Verborgenen bleiben. Also so gesehen werden sie schon mal keine Behörden aktivieren, sondern wenn, dann werden sie sich einfach irgendwo ausknipsen. Oder halt jagen und wieder einfangen, weil der ganz besonders robust ist für diese Prozedur. Und wir wissen ja, es gibt ja mehrere Anlagen. Nicht nur eine. Das ist halt nur die hier in Chinatown. Und die andere war in Phoenix, ne? Ugh, let me just get out of here and hope they leave me the fuck alone. Probably too much to ask. But I won't make it easy for them again. Ja, der wird jetzt untertauchen. Das war's. Das war's. Boah, dieses Pfeifen. Ja, ein sehr cooles Spiel. Mir persönlich hat Spaß gemacht. War nice, das Ganze durchzuspielen. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr... Moment, das machen wir weg wegen Musik. Ich weiß halt nie, ne, ob das cool ist oder nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Die Musik läuft weiter. Wir sehen uns wieder im nächsten Projekt. Noch ein finaler Hashtag. Hashtag Zirkuslüge. Jetzt in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wie viele das Spiel bis zum Schluss geguckt haben. Auf Wiedersehen und... Tschüss!